Gruppenspiel Nummer 1 bei dieser WM. Für die beiden geht das Turnier heute los. Die Mission WM, sie kann beginnen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los, hier im Al-Bayt Stadium. Willkommen, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Al-Bayt Stadium zum heutigen Spiel begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Könnte ein Riesenspiel werden. Alle freuen sich hier auf ein tolles Spiel. Sehr interessantes Duell in diesem WM-Gruppenspiel. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Und ich glaube, beide wollen heute zeigen, was sie drauf haben. Salim Amara, number 7, Hakim Das ist die heutige Aufstellung. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Das ist die heutige Aufstellung der Italiener. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Ballgewinn hier. Ziyech. Das ist Ziyech. Macht er gut, gefährlicher Heber. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Gehalten, super Szene von Donnarumma. Jorginho. Ball bei Jorginho. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Spinazzola. Das ist die Führung. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen Sie hier in Führung. Genauso hatten Sie sich das auch erhofft. Aus kurzer Entfernung das Tor. Da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, was machen Sie draus? Weiter gefährlich nach dieser Parade. Am Ende kommen Sie damit also nicht durch. Nun Ferrati.
ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Macht da gut Druck. Youssef El-Nesyri. Ich hatte ihn wieder. Youssef El-Nesyri. Sofian Boufal. Schöner Spielaufbau. Gute Chance. Erhalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Nee. Danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Ferrati spielt den Ball steil. Gieser. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Ecke kommt ins Zentrum. Gute Aktion, Spiel raus. Die Chance hier. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Kurze Ecke jetzt. Er dribbelt in die Mitte. Er versucht's. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Di Lorenzo. Varela. Jetzt sind sie am Ball. Sofian Boufal. Die Flanke jetzt. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Das ist der Pfiff. Und damit geht der erste Durchgang hier im Al-Bayt Stadium zu Ende. Und nun kann sie losgehen, die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Boufal. Gut, wie er den Ball abblockt. Und er schießt. Tor für Italien. Sie erhöhen ihren Vorsprung auf 2 Tore. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er.
2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Chance zum Anschlusstreffer. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ecke wird kurz ausgeführt. Sofian Boufal. Ball bei Hakim Ziyech. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Kein Problem für Donnarumma. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Hakimi. Ball bei Hakim Ziyech. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Wechsel bei den Italienern. Kurze Ecke. Zug in die Mitte. Guter Schuss jetzt. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor. Unnachahmlich. Tolles Tor. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Ferrati. Ball bei Jorginho. Jorginho. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Da ist die Chance. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Berardi. Gut durchgesetzt, gefährlich. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Italien wechselt. Die kurze Variante. Barella. Ball bei Jorginho. Super Pass. Bruno hält diesen Ball. Buffal. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Parade kommt aber weiter Gefahr. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Klasse gehalten eben. Vielleicht ist das nochmal der Ansporn. Weiter nur ein Treffer hier. Jetzt bauen sie ihr Spiel auf. Mal sehen, ob sie vorne für Gefahr sorgen können. Und dann ist der Ball weg. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Jetzt wird hier gewechselt. Di Lorenzo. Am Ball jetzt Berardi. Domenico Berardi. Wird das die Entscheidung? Gute Aktion vom Keeper hier. Er hält den Ball und sein Team damit im Rennen. Ja, es bleibt bei einem Tor Rückstand und das ist natürlich aufholbar.
Kurze Ecke. Barrera. Chiesa. Federico Chiesa. Wieder Marco Ferrati. Ferrati, klasse Aktion. Keeper ist da, Keeper hat den Ball. Aber wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Schlusspfiff, die Italiener sind also der Sieger dieser Partie. Hauchdünner Sieg am Ende, es war ein enges Spiel, aber sie gewinnen das Ding und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das war eine starke Leistung heute, Tor gemacht, was will man mehr, hat sich den Jubel wirklich verdient.